Okay, Park Ranger OB, ich habe die Raptor-Kamera zum Laufen gebracht. Siehst du sie? Ja, hier. Oh, hi. Hallo. Du siehst mich, Park Ranger OB? Ja, ich sehe dich. Großartig, okay. Diese Raptor-Kamera ist einfach spitze. Wir setzen sie dem Raptor auf, setzen ihn auf den Dino-Master an. Ja. Der Dino spürt ihn auf, wir folgen ihm und fangen den Dino-Master. Ja. Jetzt brauchen wir nur noch einen Raptor. Ja. Ich halte das trotzdem nicht für unsere aller schlauste Idee. Ach was, das ist doch genial. Die Idee mit der Raptor-Kamera ist super. Wir brauchen nur noch einen Raptor. Oh, Raptor im Anmarsch. Oh ja, du hast recht, da ist einer. Psst, ganz ruhig. Alles klar, behalt den Bildschirm. Also gut, ich habe den Klicki-Klicki und bin gleich zurück, okay? Ja. Bis sofort. Warte, du hast die Dino-Master-Maske. Die Dino-Master-Maske, die wir gefunden haben. Alles klar. Okay, Raptor, bleib da stehen. Warum genau gibst so. Du ihm ganz nicht gut. die Maske? Noch nicht, Park Ranger Obi. Er soll mich erst mal wahrnehmen. Okay, Raptor. Wer ist hier der Chef, hä? Und hat das Klicki-Klicki, hä? Du nimmst uns jetzt die Arbeit ab, klar? Du setzt diese neue Raptor-Kamera auf und findest den Dino-Master, klar? Also ganz ruhig, Raptor. Stillhalten. Ganz ruhig. Alles gut. Braves Raptorchen. Steht dir ganz ausgezeichnet. Geschafft, Park Ranger Obi. Siehst du's da? Ja. Siehst du mich? Ja, ich sehe dich. Okay, Raptor. Du suchst jetzt den Dino-Master, klar soweit? Oh, ja, alles klar. Woher sollst du wissen, wie der Dino-Master aussieht? Kannst du nicht. Aber ich kann dir zeigen, wie er riecht. Ich habe seine Maske bei mir. Die haben wir gefunden. Erinnert sie dich an was? Hier, mein Kleiner, schnupper doch mal. Ja. Die Dino-Master-Maske prägt dir seinen Geruch gut ein. Okay, Raptor. Jetzt weißt du, wie er riecht. Dann such nach ihm. Jetzt schnell, Park Ranger Obi. Ja. Wir brauchen die Raptor-Sicht. Ja. Zeig her. Alles klar. Ja, okay. Ja. Gut so. Man sieht was. Hey. Ja. Hey, das ist doch der Weg zum Klohäuschen. Das? Ja. Da ist die Gartentoilette. Ja, er ist dem Dino-Master dicht auf den Fersen. Dino-Master, wir kriegen dich. Jetzt kommt der Raptor dich holen. Ja. Oh, wo ist er jetzt? Oh, rasender Raptor. Oh. Er rennt ja richtig. Oh, er hält an. Oh. Oh. Das ist ein Baumstumpf. Ah, ja, okay. Sehr gut. Mann, okay. Dieser Dino-Master ist da irgendwo. Der Raptor wird ihn schon finden. Er geht anscheinend zum anderen Ende des Parks. Oh ja, jetzt kommt die Hochgeschwindigkeitsverfolgungsjagd. Ja. Oh, wie der sich da durch die Bäume schlängelt. Oh, oh, da ist eine Gabelung. Geht er nach da? Ja, da lang, da lang. Ja. Ja, mach schon. Er nimmt Fahrt auf. Was? Was ist passiert? Was ist das? Sieht aus wie eine weiße Kiste. Dem Raptor muss was passiert sein. Ist er hingefallen? Oder die Kamera? Wir müssen sofort los und sehen, ob es dem Raptor gut geht. Wir brauchen die Kamera, unsere Schnummerpfeile und müssen herausfinden, was in der Kiste ist. Achtung, ich komme. Und jetzt los. Ja. Geladen. Keine Angst, Raptor. Wir eilen dir zu Hilfe. Gesichert. Gesichert. Alles überprüfen. Wo steckt der Raptor? Oh. Warte mal, er ging doch da lang. Oh, okay. Auf geht's, gehen wir. Oh Mann, du bist nicht der Raptor. Nein. Wo ist der Raptor? Okay, Raptor, komm zu Papi. Ich weiß, du bist hier irgendwo. Hey, bist du da oben? Nein, kein Raptor oben. Okay. Pass auf, sonst schießt du noch versehentlich jemanden ins Schlummerland. Wen denn? Was? Na, mich. Okay. Okay, bist du hier, Raptor? Kein Raptor weit und breit. Raptor, magst du eine Papaya? Wie kommst du darauf, dass er Papayas mag? Weiß nicht. Okay. Ich hätte jetzt auch gerne eine. Also das ist ja schon recht. Raptor aufspüren. Oh, da, auf 12 Uhr. Oh. Ist das nicht die weiße Kiste aus dem Video? Genau. Und die Kamera. Das ist ja... Oh, oh. Oh, oh. Eine Raptor-Kamera ohne Raptor. Ja. Weißt du was? Ich glaube, der Dino-Master
hat unseren Raptor eingefangen. Oh, nicht schon wieder. Das ist von ihm übrig geblieben. Prima. Na, sehen wir mal nach, was in der weißen Kiste da ist. Ja. Hab alle Schlummerpfeile fallen lassen. Ja, sammle ich später auf. Okay, ja. Warte, nicht so schnell, großer Kleiner. Warum? Vielleicht ist das eine Sprungfalle. Hm? Heißt das nicht Tretmine? Ja, die ausgelöst wird, wenn das Gewicht fehlt. Halte ich bitte mal. Das halten? Mir kam gerade eine Idee. Was? Was willst du damit? Was hast du vor? Ich bezweifle, dass das Gewicht identisch ist, aber der Erfolg zählt. Okay. Du hast sie, alles klar. Perfekt, schauen wir nach. Moment. Die ist verschlossen. Gut. Mist. Wir bringen sie zum Dino-Headquarter und versuchen sie zu öffnen, okay? Alles klar. Weißt du was? Nimm du die Schlummerblaster und ich die Kiste. Gerne. Gut, besser. Und los! Wow. Oh, da ist sie. Okay. Mann. Eine stabile, schwere Kiste. Ja. Was mag drin sein? Wir müssen die jetzt irgendwie öffnen, ja, oder? Wie bloß? Du weißt was? Hey! Hammer und Meißel, wir hauen das Schloss weg. Yeah. Doch erstmal schützen wir deine Augen, okay? Okay. Ich nehme die alte Schutzbrille hier. Okay, so. Ja, ungefähr so. Ja. Alles klar. Dann mal los. Meißel den Plunder komplett weg, okay? Oh Mann, nicht mal einen Kratzer sehe ich. Nicht! Okay, wir brauchen was Stärkeres als Hammer und Dings da, um das klein zu kriegen. Das ist aber auch ein hartes Schloss. Alles klar, die Kraft meiner Fäuste. Nein, das wird nicht gehen. Wir brauchen etwas wirklich Starkes. Und ich weiß auch was. Was? Ja, pass mal auf. Wir fahren jetzt schwere Geschütze auf, okay? So, mal sehen. Hinten bleiben. Klar. Und natürlich immer einen Sichtschutz tragen, wenn diese Bad Boys am Start sind. Das hat's gebracht. Yeah! Wow. Dieser Bad Boy ist jetzt dran, okay? Okay. Hey, geschafft. Alles klar, die können jetzt weg. Mhm. So, mal sehen, was da drin ist. Ja. Ja, alles klar. Okay, was hat uns der Dino Master wohl hinterlassen? Das hier. Oh Mann, das sind ja nur Chips. Verpackungschips, nicht mehr essbar. Oh, halt, Moment. Ein Dinosaurier-Ei. Ist nicht wahr. Wow, halt mal. Hier. Noch ein Dinosaurier-Ei. Wow. Der klaut die ganzen Dinosaurier-Eier. Die müssen in den Brutschrank, sonst sterben die ab. Ja. Da hinten. Sofort rein damit. Okay, alles klar. Den alten Brutschrank geöffnet und die Eier rein. Sanft ins Nest gelegt. Oh, Park Ranger Aaron. Was? Da ist sogar noch was unter den Chips. Was? Klingt da ist irgendwie noch was drin? Ja. Okay, was denn, was denn? Oh, wow. Ein extrem verschärfter Monster Truck. Ja, ein Triceratops. Das ist ja der Hammer. Ja. Hey, Moment mal. Da ist ja sogar noch was drin. Jetzt? Oh ja, hier ist es. Wow. Wow. Noch einer davon. Ein Dinosaurier-Monster-Truck. Ist das cool. Yeah. Na, diese Bad Boys sollten wir direkt mal auspacken, ja, oder? Fantastisch, auf geht's. Woohoo. Okay, Park Ranger OP, yeah, wir haben unsere Monster-Dino-Trucks hier. Yep. Bereit für ein Rennen? Yeah. Mal sehen, wer gewinnt. Aber zuerst, was kann deiner so? Okay, die Reifen leuchten und er macht Krach. Ah, klingt wie auf dem Rummelplatz, okay. Was hat meiner so drauf? Okay, ich habe irrsinnig viele Knöpfe. Warte, warte. Meiner leuchtet auch. Funkelnde Triceratops-Augen. Klingt ja wie bei einer Paintball-Schlacht. Yeah. Und auch kirmesmäßig, oder? Nee, das eher nicht. Super klasse. Ich drücke auf den Knopf, dann bin ich startklar. Und du schiebst deinen an, oder? Ja. Yeah. Na dann mal los. Wir zählen auf drei. Eins, auf die Plätze. Fertig. Los! Was denn? Mann, das kann doch nicht wahr sein. Oh, jetzt aber. Jawohl. Der geht ab wie ein... Naja, was macht der denn? Gewonnen. Park Ranger OP hat gewonnen. Meine ist ganz weit hier rüber. Oh, Mann. Hier, sieh mal. Hast gewonnen. Oh, yeah.
Der 3-Minuten-Fidget-Spinner dreht sich 3 Minuten. Was? Ein Dinosaurier ist aus seinem Paddock ausgebrochen. Ich rufe Park Ranger Aaron. Bitte komm, Park Ranger Aaron. Ja, schieß los, Park Ranger Obi. Da ist ein Alarm in Paddock 12. Sieht aus, als wäre ein Dinosaurier entkommen. Was? Und welcher Dinosaurier denn? Ich weiß nicht, welche Dinos sich darin aufhalten. Ich sehe nach. Dann werde ich meine 9 Rinder mal zählen. Da ist eins. 1. Paddock 12 steht bei mir gar nicht. Ja, ich wüsste auch nicht, wo das sein soll. Ich weiß, welcher Dino das ist. Hey, Despicable G, lass gefälligst unseren Dino-Pack in Ruhe. Ja, ich habe ihn aus dem Paddock gelassen. Er ist jetzt in der Minimal-Trinix-Tronics bei der elektrischen Figuren-Show. Was? Diese Show mit Dino-Figuren? Alter, gar nicht cool, Mann. Oh Mann, da sind aber echt viele Leute. Wir sollten sofort dahin. Okay, Park Ranger Obi, ich werde dich jetzt abholen und dann fahren wir zur Dino-Show. Bin gleich bei dir. Okay, ich warte. Jetzt schnell dahin. Okay, Park Ranger Obi, das ist die Dino-Show, von der Despicable G sagte, die Dinosaurier wären alle hier hingelaufen. Okay. Also holen wir jetzt was im Geschenkeladen, suchen dann die Dino und locken ihn raus, bevor er jemanden erwischt. Dann los! Dann los! Hey, da ist es! Entdecke die entfesselten Dinosaurier! Cool. Sehen wir es uns mal an! Hey, Park Ranger Obi! Ein Zoelophysis! Alter, du hast ihn erkannt, ist ja Wahnsinn! Glaubst du, das ist ein mechanischer Dino oder ist er echt? Das muss eine Figur von der Show sein, weil er seine Füße nicht bewegt. Oh gut, dann können wir schon mal ausschließen, dass wir uns um den kümmern müssen. Ja! Wir müssen weitersuchen. Cool! Auf geht's! Cool. So, und? Ein solcher Sauber! Alter, du lässt mich ja nicht mal fragen! Hey, weißt du, wer gern einen Saltasaurus hätte? Wer? Nana. Oh ja. So gerne, wie sie Salz isst. Der ist in echt über 12 Meter groß. Der ist riesig, wow. Mann. Wie ein Brontosaurus, ja, oder? Er ist ein Pflanzenfresser. Ja. Frisst also nur Pflanzen, zum Und Glück. Und Salz. Und Salz, ja, vielleicht auch das. Gut, sehen wir nach, was wir noch Und so finden. Los. Hey, Park Ranger OB, hast du den Dino endlich gefunden? Nein. Wir müssen weiter Ausschau halten, ja? Okay. Dann los. Okay, kennst du den Namen von dem Kollegen? Ein Herrerasaurus. Cool. Mann, du liegst wieder mal goldrichtig. Super. Okay, ja. Ich bin mir sicher, das wird kein echter sein. Ja. Aber er ist echt gut gemacht, cool, oder? Aber wir sollten jetzt den Dino finden, den Despicable G freigelassen Suchen hat. Suchen wir. Sieh dir den an. Wow. Sieh dir den hier mal wow. an. Ein Dilophosaurus! Ja, Alter, das ist ein Dilophosaurus! Cool, es ist ein herrlicher Dilophosaurus! Oh ja, den will man lieber nicht anfassen. Nein. Aber wir sind trotzdem sicher. Das ist keiner von denen, die Despicable G rausgelassen hat. Wir suchen weiter. Da lang! Yay. Los! Wow, ein Allosaurus! Ich weiß, Mann. Und wie toll der aussieht! Ein richtig großer! Riesig! Juhu! Hey, was ist das da drüben? Finden wir es raus? Ja, aber erstmal wird dich der Allosaurus packen. Nein! Wow, hier gibt's sogar einen Deinonychus! Ah ja, Deinonychus, ein 3 Meter langer Fleischfresser. Sieht fast aus wie ein Raptor, hey, oder? Hey, sein Auge hat sich vergrößert und wieder verkleinert. Ja. Gerade eben erst. Er blinzelt auch. Wow, die Augen werden größer. Wow, echt erstaunlich. Wow. Okay, er ist wirklich super animiert. Man glaubt, er sei echt. Ja. Ja, ist er aber nicht. Zum Glück. Aber zu unser aller Glück. Er frisst dich trotzdem. Los, Park Ranger Obi, komm schon, du kannst Erster werden. Gib Gummi, Mann. Tu ich. Oh, er hängt an der Bande. Alles klar, aber es geht weiter. Er hat die Witterung aufgenommen. Er weiß, wie man ein Rennen mit einer lahmen Krücke bestreitet. Oh yeah, hab den ersten Platz belegt. Ich hab den ersten Platz. Erster Platz? Echt? Yeah. Cool, dann suchen wir mal weiter nach Dinos. Ich glaube, er will dich beißen. Nein, dich. Nein, dich. Okay. Wie heißt er? Ein Stegosaurus. Ja, Mann. Hey, diese Figuren sind großartig. Sieh mal, wie toll die Bewegungen gesteuert werden. Boah. Sieht wirklich echt aus. Ist aber nicht, oder? Nein. Aber klasse. Cool. Was für eine tolle Dino-Show. Vielleicht finden wir noch einen T-Rex irgendwo. Los! Hier. Wow, ein T-Rex. Hammer, Alter. Ein großer, furchtbarer T-Rex. Ja.
aus, als wolle er dich beißen, okay. Was aber gut an diesem T-Rex ist, ist, dass er ziemlich sicher nicht echt ist, denn dann wäre er deutlich größer, ja. Stimmt's? Aber er sieht trotzdem wirklich cool aus, oder? Okay, dann suchen wir mal lieber... Oh, sehen wir doch mal da drüben ja, nach. Ja, aber der frisst ihn trotzdem. Die sind ja alle hinter mir her. Mann, sieh dir das mal an. Ein... Spinosaurus, wow, ist der groß. Wusstest du, dass der größer als ein T-Rex Was? Ist? Was? Nein, wusste ich nicht. Einer deiner Lieblingssaurier, ja, oder? Absolut. Toll. Und der kommt aus Afrika. Ja. Hey, sieh dir den mal an. Wow, ein Amagasaurus. Alter Mann, du kennst so viele von... das war mal ein Brüllen. Ja. Beruhigend, dass der ein reiner Pflanzenfresser ist, oder? Ja, denn der wird bis zu 10 Meter lang. Oh, wow, Amagasauren, ganz schön cool, oder? Ja. Okay, na dann. Oh, ich glaube, da drüben sind Raptor. Komm mit. Wow, ein Iguanodon. Oh, und sieh mal, was da noch ist. Raptor! Velociraptoren legen sich mit dem Iguanodon an. Ja. Oh, Mann, der sieht ja richtig fies aus, findest du nicht? Und der arme Iguanodon so, kann mir mal jemand den Raptor da wegmachen? Oh nein! Das könnte schlimm enden. Ja. Okay, ich habe diesen Dino hier absolut nirgends gesehen. Ich glaube, Despicable G hat uns einfach nur reingelegt. Ja. Machen wir das Beste draus und sehen uns noch ein wenig okay. um. Okay, weiter geht's. Alles klar, Park Ranger Obi, machen wir noch ein Bild, wenn wir schon hier sind? Ja. Ich glaube, die basteln uns vor einen Dschungel oder so. Cool. Darf ich nach da? Okay. Alles klar. Okay. Auf drei schaut ihr mal nach da und erschreckt euch dann so richtig. Eins, zwei, drei. T-Rex! Okay, und gleich noch eins. Oh, nochmal. Gut, gut gemacht. Also, das war unser erstes Bild. Und? Gefällt dir Nein. das? Nein. Oder nehmen wir das zweite Bild? Er bereitet es gerade vor. Mit meinen Taekwondo-Schlägen mache ich den T-Rex fertig. Oh ja, genau, stimmt. Und welches gefällt dir besser? Das da. Das da. Das nehmen wir? Ja. Okay, dann holen wir es. Ja, das nehmen wir. Wow, na, was hältst du von dem Bild? Hm? Park Ranger cool. Obi? Humpel, du gibst ein super Schutzschild gegen T-Rex ab. Ja. Keine Ahnung, ob das beabsichtigt war. Okay, dann auf zu neuen Dinosauriern, oder? Und los! Und los! Ein Carnotaurus! Und wusstest du, dass das Fleischfresser aus Südamerika sind? Wow! Und sie sind auch verdammt schnell. Yeah. Und sie haben noch winzigere Hände als ein T-Rex. Wow, das ist Super. Dann echt winzig. Dann buddeln wir sie mal aus. Die, was? Dino-Fossilien? Ja. Gut, dann sehen wir mal, was du so findest. Ganz schön kalt das Wasser. Okay, wow, wie viel Zeug hast du denn in deiner Kiste? Cool. Mann, hol es mal raus und wir sehen nach, was du gefunden hast. Wow, sieh dir das an, Mann. Ein T-Rex-Zahn. Ich glaube nicht T-Rex-Zahn, aber das könnte ziemlich gut ein Haifisch-Zahn sein. Yeah. Super cool, behalte den, wir prüfen das. Echt abgefahren. Okay, rein damit. Und wir sehen uns mal um, was es yeah. noch so gibt. Okay, Park Ranger Obi, Zeit für die Gesichtsbemalung. Weißt du schon, welche du davon willst? Schädel. Echt, den Dino-Schädel? Ja. Okay, machen wir das. Yay. Okay, das war's. Schon oh, fertig. Wow, und toll. Jetzt kannst du dich da drüben im Spiegel ansehen. Alter, Mann. Cool. Das sieht super aus. Gefällt's dir? Ja. Okay, Park Ranger Obi, dann leg mal los. Yeah. Und, hat Spaß gemacht? Ja. Großartig, oder? Okay, dann mal zurück zum Geschenkeladen, ja? Auf geht's. Dein Gesicht sieht wirklich klasse aus. Damit verjagst ja. du jeden Dinosaurier hier. Aber ich finde, wir müssen noch im Geschenkeladen nach etwas Dinosaurier-Spielzeug suchen, damit wir die weglocken können, okay? Und los! Und los! Alles klar, das ist der Geschenkeladen. Mal sehen, was es ja. gibt. Hey, willst du... Warte mal, was hast du denn damit vor? Den Dinosaurier anlocken. Mit einem Schirm? Ja. Wie willst du das anstellen? Ich mache einfach so. Oh, okay. Wenn du denkst, dass er sich davon beeindrucken ja. lässt und abhaut, dann gut. Holen wir den Schirm, okay? Und los. Und los. Hat Spaß gemacht, ja. oder? Ja. Hey, aber weißt du was? Ich glaube, Despicable G hat uns einfach an der Nase herumgeführt. Der Dinosaurier in der Dino-Show. Hier gibt's keine echten Dinos. Hey. Oh, Moment mal. Wer ruft mich denn jetzt übers Walkie-Talkie? Hier spricht Park Ranger Aaron. Schieß los. Seid ihr da, Park Ranger? Despicable G, wie kommst du immer zu unseren Walkie-Talkies durch? Ich habe niemals gesagt, in der Dino-Show. Oh, also kein Dino in der Show, sondern... Raptor! Und tschüss, Park Ranger! Du verwirrst ihn mit deinem Schirm, ich hole den Beruhigungsblaster. Ja.
keine Beruhigungsdarts. Was? Schnell rein, wir müssen hier abhauen. Schnell, Tür zu! Ich geht's doch gar nicht! Ha, mach's gut, Raptor! Hilfe! Du bist der Dino-Master! Nur in anderer Verkleidung! In der Tat! Ich bin der Dino-Master! Mann! Du hast Spike den Stegosaurus geklaut! Du kriegst mich nie! Und ich habe alle deine Dinos! Tschüssi! Als wäre ich Bergsteiger! Vollgas! Okay, und nun zählen wir alle Apatosaurus. Diese Parkranger glauben, sie seien nicht los? Denen werde ich's zeigen. Ich schleiche mich in den Saurierpark und werde jeden einzelnen Dino an mich reißen. Und die werden dann zu virtuellen Figuren in meinem neuen Videospiel. Was zum... Das sieht ja fast wie ein Elektrozaun aus. Und damit wollen die mich hier fernhalten? Lächerlich. Da spaziere ich doch einfach durch. Oh, das tut weh. Diese Parkranger denken wohl, sie seien schlau. Nur weil sie mit Lasern arbeiten. Zeit, denen zu zeigen, wie ich mit Lasern umgehe. Und dafür brauche ich nur etwas Staub. Oh ja, da haben wir ihn doch. Um den auszuschalten, brauche ich nur meinen Dino-Master-Koffer. Ja, der Laser-Ausschalter. Oh ja, ausgeschaltet. Auch ausgeschaltet. Ausgezeichnet. Überprüfen wir das mal. Das war's mit den Lichtschranken. Alle aus. Ausgezeichnet. Dann auf zur T-Rex Ranch. Bald sind alle Dinos mein. Na, wo sind denn alle meine Dinosaurier? Aha. Da drüben ist einer. Zeit für meinen Dino-Schnapper. Oh ja. Hierher, mein Dino, hierher. Dieses war der erste Streich und der zweite folgt sogleich. Aha. Der nächste. Hierher, Dino. Mein super-duper Klemmbrett ist da und mein super tolles Fernglas. Okay, also ich suche die Apatosaurier. Okay, da ist einer. Da ist noch einer. Dann ist da... Oh nein! Gar keiner mehr! Zwei nur! Moment. Wie viele sollten das sein? T-Rex, Velociraptor, Apatosaurus 5? Oh. Was hat die alte Maske des Dino-Masters im Wald zu suchen? Der kann nicht wieder da sein, aber sehen wir nach. Muss ich nur kurz googeln. Was gibt's denn so Neues über ihn? Dino Master. Okay, das könnte ernst sein. Ich rufe Parkranger Aaron. Parkranger Aaron, bitte melden! Oh. Ja, das ist Parkranger OB.
Ja, schieß los, Park Ranger Obi. Es könnte was Ernstes sein. Wir hatten 5 Apatosaurier, aber ich zähle nur 2. Was? Du findest sie nicht mehr alle? Aber sie müssen doch irgendwo sein. Oh, Sektor 17! Der Alarm ist bei Sektor 17! Schwing die Hufe! Schau doch mal vorbei, weil da irgendwie ein Loch im Zaun oder sowas in der Art sein muss. Keine Ahnung. Alles klar, ich fahr los. Weg mit der Jacke, jetzt muss geschafft werden. Rucksack aufsetzen und ran an die Arbeit. Der Dino-Master ist am Start. Und noch einer. Versucht nur, mich zu schnappen. Ich gehe euch trotzdem durch die Lappen. Wuhu, der Dino-Master ist groß und famos. Da hinten gibt's noch mehr Dinos. Klingt wie ein Zaun-Anti-Unterbrechungsalarm. Schnell, eine Verkleidung muss her. Oh, dieser Poncho sollte ausreichen. Yeah. Mit meinem Dino-Schnapper und in dieser Verkleidung bin ich praktisch unsichtbar. Dann mal die restlichen Dinos einsacken. Aus. Könnte sogar von einem Menschen gemacht worden sein. Nein, unmöglich. Warum sollte sich ein Mensch hier reinwagen? Der wäre doch schon längst gefressen worden. Naja, ich fahr dann mal lieber weiter. So. Noch einer? Ja, der ist ganz sicher von einem Menschen. Möglicherweise hat das was mit den fehlenden Dinos zu tun. Ja, genau. Der Spur gehe ich nach. Wow, wow, wow. Wow. Hey! Vielleicht kann mir ja der Typ in dem grünen Poncho sagen, was hier eigentlich los war in der Gegend. Ich frag ihn. Wow. Hey, mein Freund im grünen Poncho, du darfst dich hier nicht aufhalten. Das ist verbotene Zone. Es gibt Dinosaurier in dem Sektor, das wollte ich sagen. Die Dinosaurier rennen hier überall rum. Die fressen sich möglicherweise auf. Hörst du mir überhaupt zu? Oh, Mann, ich rufe jetzt den Sicherheitsdienst. Hey, du bist der Dino-Master, nur in einer anderen Verkleidung. In der Tat, ich bin der Dino-Master. Mann, du hast Spike den Stegosaurus geklaut. Und alle anderen Dinos auch. Ja, ich kralle mir alle Dinosaurier. Die werden dann zu virtuellen Figuren in meinem neuen Videospiel. Werden sie nicht. Wir machen dich fertig. Wow. Fuck mich doch. Wir haben meinen Quad geklaut. Komm zurück. Du kriegst mich nie. Und ich habe alle deine Dinos. Tschüssi. Weg. Ich muss ins Dino Headquarter. Oh Mann. Oh Mann. Oh. Meine Mütze. Mein Helm. Oh. Wo ist Park Ranger Obi? Park Ranger Obi! Oh, da hinten ist er ja. Hey, Park Ranger Obi, was war los? Was ist passiert? Wo bist du gewesen? Oh, ja, der Dino-Master ist zurück. Was? Zurück? Was will der hier? Er stiehlt unsere ganzen Dinosaurier. Warum? Was will der denn mit denen? Er will
virtuelle Videospielfiguren aus ihnen machen. Oh, er will tatsächlich unsere ganzen Dinos? Wie furchtbar! Dann haben wir aber gar keine mehr bei uns, verstehe ich das richtig? Das gefällt mir gar nicht. Ja, auch nicht. Hör zu, wir müssen ihn unbedingt aufhalten, bevor er alle Dinosaurier an sich gerissen hat, okay? Was ist? Hast du dich verletzt? Ja, am Bein. Ich bin in der Kurve gefallen, als er mir meinen Quad geklaut hat. Ich war hinter ihm her und dann... Er hat deinen Quad? Ja! Das wird ja immer schlimmer. Okay, wir bringen dich zurück zum Headquarter, verarzten dich und schmieden dann einen Plan, ja, okay? Ja, er hat sogar eine neue Maske und so. Auch das noch. Aber ich glaube, ich habe eine Idee. Pass auf dein Bein auf, das brauchst du noch. Und jetzt schnell. Alles klar, legen wir los. Die letzte im Dino-Park. Dann ist das Dino-Camp endlich fertig. Okay, und fertig. So, das sollte halten. Jetzt kann ich die Dinos von überall sehen. Kleiner, was machst du denn hier? Du hast mich so erschreckt, ich wäre hier beinahe von der Leiter gefallen. Hätte böse enden können. Okay. Wow. Du gehst mir schon fast bis hier. Bist ja richtig gewachsen, Kleiner, und wirst immer größer. Wir brauchen einen größeren Park für Riesen wie dich. Warte mal kurz. Wolltest du von diesem Baum hier fressen? Von dem kannst du aber nichts fressen. Es ist Mitte Januar, da hängt kein einziges Blatt am Baum, okay, Kleiner? Du musst da rüber gehen und vom Dino-Futter fressen, das Park Ranger OB gestern für dich hingestellt hat. Mann, ich wundere mich, wo Park Ranger Aaron steckt. Wo ist der nur hin? Ist der das da drüben? Oh, apropos Park Ranger OB. Da ist er endlich. Ich rede mit ihm über das Dino-Camp. Wow, Park Ranger Aaron, wofür brauchst du die Leiter? Oh, hey, Park Ranger OB. Ja, ich war auf der Leiter, weil ich die letzte Kamera im Dino-Camp installiert habe. Oh yeah! Die Systeme sind jetzt einsatzbereit. Und wir können die Dinosaurier von jedem Ort im Park aus beobachten. Das wird cool. Oh ja. Also, wo ist der? Oh, der Monitor, der kleine portable Bildschirm. Der ist im Dino-Headquarter. Wollen wir hingehen? Ja, aber klar. Na dann los! Los geht's, haha. Es wird schon spät. Wow. Wir sollten besser... Was? Oh, sieh dir das an. Sieht aus wie Clownspuren. Ja. Vielleicht sind es Dinosaurier-Clown. Was denkst du, was könnte das gewesen sein? Was meinst du? Frische T-Rex-Clownspuren. Nein, das war kein T-Rex, denn Timon ist doch ganz weit weg hinten in seiner Koppel. Also ich denke nicht, dass er das getan hat. Wer weiß schon, was hier nachts Vielleicht so... Vielleicht ist von Mami T-Rex. Die mysteriöse Mami T-Rex. Ja. Die wir noch nie zuvor gesehen haben. Boah, lass sie uns aufspüren. Du hast recht, wir müssen sie finden. Aufspüren. Ich hab's. Wir nehmen einen der Verfolger Schlummerdarts. Oh ja. Komm schon, wir gehen rein und holen ihn und spüren Mami T-Rex auf. Okay. Okay, rüsten wir uns auf. Bereit machen zum Aufspüren. Mützen auf. Yeah. Ja. Yeah. Bereit? Yeah. Los geht's. Finden wir Mami T-Rex. Immer einsatzbereit. Ab in den Dinonator. Okay. Yeah. Warte. Halt, stopp. Warte. Sie könnte gefährlicher sein als T-Bone. Oh ja, das könnte ein wirklich gefährlicher T-Rex sein. Okay, wir sollten fähig sein, uns zu verstecken, wenn wir da draußen im Dinonator unterwegs sind. Was? Oh ja, Camouflage. Das ist eine gute Idee. Und hopp! Naja, fast. So, wir haben's. Alles klar. Hey, das ist ziemlich cool, Mann. Das wird den Dinonator perfekt tarnen. Ja, aber wir brauchen noch Camouflage an uns. Ja, also ich bin noch ziemlich grün hinter den Ohren. Haben wir noch Camouflage? Yeah! Oh ja, aber das blaue Handtuch wird nicht funktionieren. Ja, das würde draußen auffallen. Wille dich gut darin ein, okay? Nehmen wir ein paar von den Wäscheklammern. Ich brauche noch eine. Alles klar. Ja. Yeah. Bereit? Ja. Okay, lass uns Mami T-Rex finden. Hier, vergiss nicht deinen Schlummerdachpflaster. Und schön anschnallen. Okay, jetzt geht's los. Volle Fahrt voraus. Okay. Du hältst Ausschau, ja? Natürlich. Also, ich sehe nichts. Und, wie sieht's aus? Noch immer nichts. In welche Richtung sollen wir jetzt? Da lang. Da lang? Ja. Gut, dann da lang. Halte gut Ausschau. Okay. Sie muss da irgendwo sein. Warte! Was ist? Ach doch, nichts. War bestimmt nur ein Gürteltier oder so. Halte die Augen offen. Okay, sind offen. Ja, gut so. Oh. Sieht so aus, als wäre der Weg hier zu Ende.
Weiter kommen wir mit dem Dinonator nicht. Wir müssen raus und weiter zu Fuß gehen. Komm schon. Da lang. Was war das? Was? Was war das? Ich hab was gehört. Klang wie ein Brüllen, oder? Ja. Hey. Was ist das? Der Baum da drüben. Sieht aus, als hätte was davon gefressen. Ja. Oh, was ist das? Ja, was ist das? Oh. Wow. Wow. Sieh dir diesen riesigen Zahn an. Ja. Das ist definitiv ein T-Rex-Zahn, ja, oder? Ich denke, der ist von Mami T-Rex. Ja, muss er sein. Also ich glaube, Mami T-Rex ist Dalang. Okay. Oder sie ist Dalang. Nein, nein, sie ist bestimmt Dalang. Nein, ich sag dir was. Wir teilen uns auf. Du gehst dahin, ich gehe Dalang. Dann sehen wir, wer sie zuerst findet. Achte auf die Umgebung, dass sich nichts an dich heranschleicht. Komm her, Mami T-Rex. Wo bist du, Mami? Ja, ich entsichere besser den Schlummerblaster hier. Wow, ich wette, sie ist Dalang. Großer Schritt. Okay. Das ist eine ziemlich gute Lichtung. Gleich hab ich dich. Dachtest wohl, du könntest dein Baby auf uns loslassen, ha? Huh? Nicht mit uns. Oh, warte mal. Ich glaube, ich bin da. Sie ist direkt da drüben. Okay, Mami T-Rex, mach dich bereit. Okay, ich habe einen Verfolgerschlummerdart für dich. T-Rex, wo bist du? T-Rex? T-Rex? Wo? T-Rex? T-Rex? Bereit, Mami T-Rex? Ich zähle bis drei. Eins, zwei, drei! Oh Mann, sie ist nicht da. Oh, der T-Rex hat ihn komplett abgenagt. Sie ist ganz nah. Ja. Ich sollte auf Spuren achten. Spuren, Spuren, Spuren. Ah, die Camouflage bringt überhaupt nichts. Runter damit. Spur? Nein. Irgendeine Spur? T-Rex! Ah! Okay, mal sehen. Was war das? Park Ranger Obi, du hast Mami T-Rex gefunden. Das klang wie ein Brüllen. Bitte komm, Park Ranger Obi. Park Ranger Obi, bist du da? Noch ein Brüllen. Oh, hey. Fast vergessen. Der Dino Camp Monitor. Da ist er. Er hat sie tatsächlich gefunden. Oh, oh, das sieht nicht gut aus. Ich muss zu ihm. Da geht's lang. Ich muss mich beeilen. Ich komme, Park Ranger Obi. Haltet durch. Bin fast da. Obi, wo bist du? Ich glaube, er ist dort. Okay, ich komme, Obi. Alles klar, Park Ranger Obi. Ich komme, ich komme, ich komme. Hier muss er gewesen sein, weil da oben auch die Kamera hängt. Aber alles, was ich sehe, ist dieser Stein. Hey, dieser Stein hat Schuhe an. Tja, ich glaube, dass Park Ranger Obi weggelaufen ist, aber das macht er doch nicht ohne Schuhe. Okay, wo steckt er nur? Ah! Oh. T-Rex! Park T-Rex! Ranger Obi! Der T-Rex ist weg! Hey! Warum rennst du denn weg? Der T-Rex, T-Rex ist... Park Ranger Obi! Der T-Rex ist... weg. Okay, schätze, ich muss ihn alleine finden. Okay, ich bin sicher... Mami T-Rex ist hier lang. Ich hoffe, Park Ranger Obi hat es sicher ins Headquarter geschafft. Komm schon, T-Rex. Du bist hier, ich weiß es. Was war das? Klang wie ein Brüllen. Da vorne ist die Straße. Komm her, T-Rex! Oh Mann! Ich sehe Mami T-Rex einfach nirgendwo. Ich habe sie verloren. Die finde ich nie wieder. Hey, warte mal. Was war das? Es ist Mami T-Rex! Rette sich, wer kann! Hier! Der Blatt!
Straße! Getroffen! Es funktioniert. Ich verstecke mich hinter dem Fels. Da ist sie ja. Bis bald, T-Rex. Mami, du bist jetzt markiert und ich kann dich immer mit der Dino-Tracker-App sehen. Mal sehen, ob's funktioniert. Okay, los geht's. Los geht's. Oh yeah, da ist sie. Und sie bewegt sich weg von mir. Super, es läuft. Alles klar, Mami T-Rex. Jetzt weiß ich, wo du bist. Ich muss zurück und Park Ranger OB im Headquarter treffen. Okay, bis dann. Leben bekommst du mich nicht. Und ich habe all deine Dinosaurier. Bis dann. Der Dino-Master ist zurück. Er ist zurück? Er hat all unsere Dinosaurier. Das ist schrecklich. Er will sie in virtuelle Videospielfiguren verwandeln. Wir müssen dich schnell wieder ins Dino-Headquarter bringen, dann verarzten wir dich und schmieden einen Plan, okay? Ja, er hat übrigens seine neue Maske und so. Hey, sieh mal, Park Ranger Obi. Wir sind zurück am Dino-Headquarter. Okay, gehen Land wir schnell. Ja, Land in Sicht. Gehen wir schnell rein und schienen deinen Ball. Okay, beeil dich. Da lang. Wir kriegen den Dino-Master und holen unsere Dinosaurier zurück. Los, rein mit dir. Okay. Schon gut, Park Ranger Obi. Wir sind wieder im Dino-Headquarter. Oh, fall mir nicht um. Ja, komm, 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 komm schon, steh auf. Okay, wir brauchen eine Schiene für dein Bein. Schiene? Ja, eine Schiene. Wie ein Stock, der an deinem Bein befestigt ist und dir zusätzlich Kraft gibt. Ja, hey, hier, zum Beispiel dieser Baseballschläger. Oh, ja. Das wird schon eine komische Schiene, aber es wird schon funktionieren. Ich brauch das. Lass uns hier zum Tisch gehen. Funktioniert nicht. Ja, ja, wir müssen das befestigen. Mit, ja, das ist gut. Hier, hier. Komm, lehn dich am Tisch an. Und es geht los. So, das sollte gehen. Ein Streifen hier und ein zweites Mal hier. So, sieht gut aus. Setz dich mal hier hin. Alles klar, so ist's gut. Okay, dann leg dein geschientes Bein hier erstmal ab. Okay, sehr schön. Ich nehme es mit dem Dino-Master auf. Das heißt, ich muss mich aufrüsten mit unserer neuen Spionageausrüstung, okay? Die liegt in dem anderen Raum. Ich bin gleich zurück. Darüber. Alles klar, Park Ranger Obi. Ich bin voll bereit, den Dino-Master zu jagen, okay? Yeah. Aber was soll diese Aufmachung? Oh, das ist meine neue Spionageausrüstung, die ich da anhabe. Ganz schwarz und so. Yeah. Ich verschmelze förmlich mit dem Wald und der Dino-Master wird niemals merken, dass ich mich anschleiche. Gut, oder? Hey, du siehst aus wie einer aus Men in Black. Ja, schätze schon. Ja. Naja, hey, weißt du, was das Coolste daran ist? Dieser kleine Knopf hier aktiviert die Kamera in meiner Brille und die überträgt das Bild ins Dino-Headquarter. Das ist klasse. Okay, du wirfst dein Auge auf den Dino-Master und den Feed, den ich dir sende. Hab Spaß, okay? Nein, hab keinen. Behalte mich im Auge, okay? Und ich finde den Dino-Master. Zeit, den Film zu sehen. Okay, Dino-Master. Ich weiß, dass du hier bist. Wo bist du? Komm schon raus. Du musst hier irgendwo sein. Das ist sogar besser als der Film. Wo geht der denn jetzt hin? Siehst du auch schön zu, Park Ranger Obi? Unterhaltsam, oder? Bist du da oben? Nee. Wo ist der Dino Master? Komm schon. Bist du etwa ein feiges Hühnchen? Komm schon, Dino Master. Ich krieg dich. Ich krieg dich. Oh, hey. Ein großer, frischer Schlammhaufen. Na gut. Hey, das hier. Das wäre doch toll für meine Tarnung. Was macht der? Was macht der mit dem Haufen? Mit dem Schlamm wird mich der Dino-Master nicht entdecken. Oh ja, das ist das gute Zeug. Was? Oh nein. Oh ja, das ist gut. Ja, ja, ja. Oh nein. Ja, ja, und los. Alles klar. Jetzt geht's los. Oh, ja, ja, das ist gute Zeug. Jetzt weiß ich, dass ich ihm nachher keinen High Five geben sollte. Ich rufe ihn mal an. Bitte komm, Park Ranger Aaron. Oh Mann, was will Park Ranger Obi von mir? Leg los, Park Ranger Obi. Funktioniert die Übertragung mit der Kamera? Was tust du da? Was meinst du damit? Ich schmiere mir natürlich Schlamm ins Gesicht, um mich zu tarnen. Der Dino-Master wird mich niemals erkennen. Das ist kein Schlamm. Wie kein Schlamm.
Oh, nö. Oh. Oh, Mann, das muss ich abwaschen. Geht! Ja, ja. Das sollte gehen. Das war nicht genug. Oh, oh, der war nicht richtig an. Es geht los. Vollenschlicht, oh Mann. Okay, dann suche ich mal den Dino-Master. Oh Mann, oh wow. Hoffentlich ist alles weg. Oh nein, der Dino-Master zappt noch mehr Dinos. Oh Mann, bitte komm, Park Ranger Aaron. Oh, Park Ranger Obi ruft an. Ja, was gibt's, Park Ranger Obi? Du musst dich beeilen. Der Dino-Master ist zurück und er zappt die Dinosaurier. Ja, ich weiß, dass ich mich beeilen muss. Ich hatte einen Zwischenfall, der mich aufgehalten hat. Jetzt kümmere ich mich um den Dino-Master und hole unsere Dinos zurück. Du bleibst einfach im Dino-Headquarter und siehst zu, okay? Nicht weggehen. Ja, aber beeil dich, okay? Das ist ja... Ja, weg damit. Okay, Dino-Master. Jetzt bin ich sauer. Wegen dir habe ich Dreck im Gesicht. Alles klar, jetzt hole ich dich. Also, mach dich bereit. Sogar mein Schlummerdartblaster ist dreckig wegen dir, mein Lieber. Leg dich besser nicht mit mir an, okay? Puh, was ist das? Oh, wow. Sieht wie ein grüner Müllbeutel aus oder so. Dann sehen wir uns das mal an. Okay, was... Warte mal kurz. Das ist kein Müllbeutel. Nein, das ist so gar kein Müllbeutel. Das ist ein Poncho. Ja, das muss der Poncho vom Dino-Master sein. Bitte komm, Park Ranger Obi. Oh yeah, was gibt's, Park Ranger Aaron? Ja, ich habe hier draußen irgendeinen grünen Poncho gefunden. Wo kommt der her? Das muss der Regenponcho von Dino-Master sein. Hab ihn vorhin gesehen, als er davon lief. Oh, cool. Dann bin ich auf der richtigen Spur. Los geht's. Den schnapp ich mir. Okay, alles klar. Das lege ich hier ab. Okay, alles klar. Dino-Master, jetzt gehörst du mir. Okay, Dino-Master, ich erwisch dich mit meinem Blaster. Oh, hey, das reimt sich. Dino-Master und Blaster, ziemlich besser. Oh, was war das? Hey, das klang nach dem ATV. Ganz in der Nähe. Es ist... Dalam! Ich komme, Dino-Master, ich kann dich hören! Sackgasse. Wo lang? Da lang. Da muss er sein. Ich höre ihn nicht mehr. Mann, hab ihn verloren. Warte mal kurz. Was ist denn das da? Oh, eine Art Kiste. Die gehört dem Dino-Master. Da steht Dino-Master. Der Dino-Master steht ja da beim Zaun. Den hole ich mir. Ich muss leise sein. Er darf nicht wissen, dass ich hier bin. Ich versuche zuerst, die Dinos zu holen. Okay. Shh, bleib schön da, Dino-Master. Ich sehe mal in deine Kiste. Ich habe deine Kiste. Ich krieg dich. Oh, es ist der Dino-Sepper. Ich habe den Dino-Sepper. Du bist erledigt, Dino-Master. Zuerst hole ich unsere Dinos wieder. Ach, probieren wir es mal. Okay. Kommt zu Papa, Dinosaurier. Der Dino ist wieder da! Funktioniert! Okay, ich muss noch viel mehr wiederholen. Hab noch einen! Wie viele da noch drin sind? Da ist noch einer. Da drüben. Ich hab sie alle wieder! Der Dino-Master sieht mich. Hey, Dino-Master, du bist am Zug. Ich zapp dich weg. Ich hab sie alle zurückgeholt. Mach dich besser bereit. Nicht, wenn ich dich zuerst wegseppe. Er hat seinen eigenen Ersatzsepper. Ich komme wieder. Er hat sich selbst weggeseppt. Der Typ kommt immer davon.
Was wollt ihr an dem Zaun? Die Laser sind aus. Vielleicht kann ich sie reaktivieren. Oh ja, der ist definitiv aus. Mal sehen, ob ich ihn wieder zum Laufen bekomme. Oh, Mann. Jetzt bin ich auf jeden Fall wach. Oh, wo ist meine Mütze hin? Hey, vom Kopf geblasen. Oh, Mann. Ich sag mal Park Ranger OB, dass ich ihn verloren habe. Kommen, Park Ranger OB. Ja, ich höre Park Ranger Aaron. Ich hab den Dino Master wieder verloren. Oh, Mann, nicht schon wieder. Tja, und nicht nur der Dino Master ist weg. Er hat auch die Laserzäune der Koppel mitgenommen. Das ganze System ist unten. Das wird Monate dauern, das zu reparieren. Was sollen wir denn jetzt tun? Wir werden den Dino-Master besiegen und wir finden ein neues Stück Land für die Dinosaurier. Weit, weit weg von hier. Dort werden sie gut leben. Der Dino-Master wird sie niemals finden. Sie werden sicher sein, okay? Wow, das ist ein guter Plan. Aber du kommst besser schnell zurück ins Dino-Headquarter. Ich glaube, wir haben da ein Problem. Ein Problem? Okay, ich bin sofort da. Ein Problem, ich muss sofort los.